Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um die Installation von Joomla und zwar auf einem Nginx Server. Als Betriebssystem dient hier Linux Debian in einer virtuellen Umgebung. In meinem Fall, das nur mal so zur Info, das Betriebssystem spielt in unserem Fall hier, also für das Video jedenfalls, keine große Rolle. Denn genau gesagt geht es hier darum, wenn der Server schon läuft, alle erforderlichen Pakete wie MySQL oder MariaDatenbank, PHP, Nginx natürlich, und wir wirklich sonst alles installiert haben und eigentlich alles richtig gemacht haben soweit. Ja, das Joomla-Installationspaket ist auch schon in das richtige Verzeichnis hier hochgeladen. Ich melde mich mal an hier und navigiere mal zum hier in das Root-Verzeichnis hier. Website, das ist mein Ordner hier, ja, wo ich die das Installationspaket hochgeladen habe, ja, alles da, wunderbar. Nun, wenn wir jetzt aber, wir müssen jetzt ja über die Web-Interface hier weitermachen. Ja, mit der Installation. Allerdings bekommen wir hier die Fehler oder die Meldung, das ist ja kein Fehler, 403 verbieten. Ja, wir sehen, dass der Server da ist, das läuft. Und das kommt jetzt daher, dass der keine Indexdatei findet einfach und wir in den Folder sozusagen nicht reinschauen dürfen, was ja auch richtig ist. Nun, manch einer soll da auch schon dabei ja eine Tastatur kaputt gemacht haben, was aber auch nicht zu der Lösung geführt hat. Und nun will ich euch aber schnell zeigen, ja, solltet ihr hier vor dem gleichen Problem stehen, was nun zu tun ist, ja, was ihr vergessen habt, beziehungsweise wie die Config hier anzupassen ist. Und zwar, wir können jetzt, ich gehe mal hier, zack, ja, die Index.php ist zwar da, allerdings, wenn wir jetzt hier reinschauen in den Webserver-Config-File, ja, in etc/nginx, wenn ich das jetzt wurste.conf/dsites available, ja, das ist unser Konfigurationsfile, ja, wenn wir wir erstellt haben, oder ja, beziehungsweise wenn wir jetzt nur eine Seite hosten, quasi, können wir hier die Default vielleicht benutzen. In meinem Fall ist es die hier, goggle.com. Und das müssen wir nur anpassen mit unserem Lieblingseditor, ja, was ihr auf immer da benutzt. Ich nehme hier VI einfach und mache das ein bisschen größer. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir, dass alles soweit richtig ist, bis auf hier, also unter dem Root-Verzeichnis haben wir, hier steht auch, ja, add index.php to the list, if you are using PHP. Also hier ist standardmäßig bei Nginx, PHP wird ignoriert quasi sozusagen. Wir müssen hier einfach hinzufügen, ja, index.php, das können wir ruhig hier machen, index.php und speichern natürlich. Zack. Ja, wir können hier auch, wenn wir jetzt mit dem Slash und ihm sagen, dass er nach der Index.php suchen soll, die findet ihr wahrscheinlich. Genau. Die will er aber herunterladen oder so, der kann damit nichts anfangen. Das ist jetzt aber was anderes. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Wie mache ich das jetzt? Ich schließe das jetzt mal hier, zack, zack, zack. Und nun hier, also einfach hier in der Liste hier index.php hinzufügen, Leerzeichen, speichern, ja, und nun den Webserver hier einmal neu starten oder reloaden, wie ihr das macht. Ja, ich mache jetzt einfach einen Neustart hier.
Und schon kann ich jetzt erstmal, wenn ich den Browser öffne und wieder auf der Seite gehe, sehen wir, dass jetzt dieser Index.php zwar nicht mehr ignoriert wird. Allerdings kann der Server sie nicht bearbeiten oder rendern, wie man das nennen möchte. Der bietet uns hier die Datei zum Download. Wir können, denke ich, mit dem Explorer hier vielleicht nochmal, da wird, wenn wir das hier machen, genau, das ist jetzt einfach die PHP, die Index.php, die Datei. Der Server kann sie auch noch nicht ja, bearbeiten, rendern, wie auch immer. Da müssen wir wieder hier mit unserem Editor Nano oder VI, was ihr da auf immer benutzt, wie gesagt. Ich mache das mal ein bisschen groß irgendwie. Sites available, okay, ja, zack. Und hier haben wir nochmal eine Sache, die wir anpassen müssen, damit das funktioniert. Und zwar sind wir jetzt hier schon zu weit. Haben wir irgendwas mit Location? Das ist das nicht. Genau, hier Pass PHP. Ja, Location, tralala, hier. Das müssen wir, also dieses Hashtag wegmachen. Das ist auskommentiert hier. Das bedeutet, dass ignoriert wird. Hier auch, ja, die zweite Zeile hier. Einfach aktivieren sozusagen. Und hier haben wir noch mal, ja, fast CGI Pass Unix tralala. Einfach Hashtag wieder wegmachen, denke ich. Speichern, das war es auch schon. Speichern und schließen. Und nun Service Engine X nochmal reloaden, restarten. Zack. Und schon startet das nicht mehr. Wir schauen mal ganz kurz. XE. Warum das jetzt? Irgendwas ist ein Fehler, ja. Ach hier, unexpected end of file expecting. Er wartet hier. Irgendwie fehlt hier ein Semikolon, oder wie das Ding heißt hier. In der Zeile 90. Okay. Wir schließen das mal schnell. Seite und öffnen nochmal hier die Config-File mit unserer Editor. Wir können jetzt hier. Das war Zeile 90. Ich denke, das ist die letzte Zeile. Wir können auch gerne Set Number war das, glaube ich. Zack. Okay, der hat jetzt hier zwar. Okay, irgendwie fällt ihm hier. Wir werden sehen. Ich mache einfach mal. Zack. Okay. Nee. So. Zack. Okay. Wieder. Ja, speichern und schließen. Und wir versuchen nochmal neu zu starten. Engine X Start. Der ist jetzt ja down. Und schon ist es gestartet. Wir können das direkt hier testen in unserem Browser. Jetzt sollte eigentlich die ja, Installationsseite kommen, wenn wir alles richtig gemacht haben, aber ohne HTTPS hier. Zack, erstmal. Genau, ja. Und schon können wir hier weitermachen mit unserer Installation. So einfach ist das. Ja, also es geht schnell. Wir müssen hier nur die Config-File ein bisschen anpassen. Ja, ist also kein Grund zum Verzweifeln. Ja, das war's auch schon alles, was ich euch jetzt hier zeigen wollte. Ich hoffe, dass ich euch damit weitergeholfen habe. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.